Hallo, in diesem Video zeige ich euch von Rossmann schön für Mischbox von Juni 2021. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Wie ich schon gesagt habe, gibt es hier die Rossmann schön für Mischbox. Die hat jetzt meine Frau gewonnen, also nicht ich, ist auch hier eine Frauenbox, aber egal. Wir schauen da jetzt mal rein, was da so Schönes drin ist. Und ja, die Verpackung sieht relativ schlicht aus. So ein bisschen orange, ja. In dem Karton ist natürlich noch ein Karton enthalten. Den machen wir jetzt mal zusammen auf. Ja, alles in so einem leichten Orange gehalten. Dann haben wir hier so ein kleines Prospektchen. Da ist schon beschrieben, was in der Box drin ist. Das ja, interessiert uns jetzt natürlich nicht. Und ja. Und dann haben wir hier noch ein, ja, das ist jetzt hier so einen kleinen Flyer für irgendwelche Produkte. Ja, die Kamera stellt jetzt nicht so scharf, wie sie es sollte. Ja. Dann haben wir hier noch eine schön für mich Zeitschrift von Mai 2021. Ja. So, und natürlich jetzt die Box selber. Die ist auch schön eingepackt mit so einem schönen Schleifchen. Machen wir jetzt mal zusammen auf. Übrigens, falls noch nicht geschehen, Abo da lassen, Glöckchen aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ja, und die Kiste ist gut gefüllt. Das erste Produkt, was wir in der Hand haben, sind Kichererbsen-Snack Hummus. Ja, also einfach solche Knabbernüsse für zwischendurch unterwegs. Dann haben wir hier ein Gel. Ein Wasch- und Kosmetikgel. Ja. Kann man auch gut gebrauchen. Und dann haben wir festes Shampoo. Das ist so eine Art Seife, die muss man in der Hand so ein bisschen auflösen und sich dann die Haare damit waschen. Ja, ist nichts anderes wie eine Seife eigentlich für die Haare. Ja. Nun haben wir ein Produkt, das ist ein Fußbalsam für die Füße einzucremen. Ja, wäre mal schön, wenn meine Frau das mal machen würde. Aber im Regelfall muss ich eher ihre Füße eincremen statt sie meine. Na gut, die hat wahrscheinlich auch schönere Füße als ich. Ja. So, dann haben wir hier noch von der Firma Kneipp eine natürliche Pflege und Farbe, also so ein Lippen. Ja, so nicht Lippenbalsam, so eine Art Lippen-Labello-Wachs-Gedöns für glänzende Lippen. Ist natürlich alles Frauenprodukte, nichts für den Mann, aber egal. Nun haben wir hier ja, so einen Stift zum Nachziehen der Lippen. Ja. Und dann haben wir hier, was ist das? Mascara. Ja, braucht der Mann auch nicht wirklich. Dann haben wir Erweichungsgel, um die Nagelhaut weicher zu machen. Ja, okay. Weiß man nicht, wer eine harte Nagelhaut hat oder was das verursacht, keine Ahnung. Okay, man hat ja immer so zwischendurch mal so kleine Fetzen hier so dran, aber keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Könnt ihr ja mal unten in die Beschreibung schreiben. Und dann was ganz Sinnvolles jetzt in der Zeit, weil jetzt wird es wieder schön warm. So eine Sonnenlotion. Lichtschutzfaktor 50. Ja, kann man gut brauchen. Mal riechen. Ja, riecht noch nicht viel. Relativ neutral. Ja, dann haben wir jetzt, was haben wir hier? Ja, hier haben wir so ein schönes Duschgel. Ja. Limited Edition. Ah, das riecht auch sehr, sehr fruchtig. Okay. Dann haben wir von Isana Body Spray Basilic. Ja, exotische frische Kick. Okay, ist auch so ein Glitzerzeug mit drin. Also ich weiß nicht, ob man es genau sehen kann. Ja, ist so ein Glitzerkram ist da mit drin. Hm.
so ein Bodyspray, so, um sich einzusprühen. Ja, okay. Dann haben wir hier noch, was ist das hier? Also hier, magnetische Mini-Pinselset aus hochwertigem Kunsthaar. Ja. Ah, die Kamera, die spielt heute mal nicht so ganz mit, wie sie soll. Okay. Ja. Ist dann auch hier eine Platte dabei. Und die Platte ist dafür gedacht. Ah, ich hole sie mal raus. Die kann man dann hier irgendwo hinstellen. Ja. Ah. Na, irgendwo hinstellen und dann bleiben die Pinsel dann hier so schön stehen. Oder magnetisch besser gesagt. So. Ja, ist eine coole Idee. Da ist aber noch was drin, habe ich gerade gesehen. Und zwar, ja, so eine kleine schöne Reisetasche mit einem Herz für den Transport. Ja. Ja, kommen wir ganz kurz weg und dann haben wir noch ein Produkt hier drin. So. Erstmal wieder ein bisschen zusammenräumen. Dann haben wir hier noch ein Paket mit 5 Mikrofasertücher. In der Größe 32x32 cm, 60 Grad waschbar, ja. Kann man immer gut gebrauchen, für Brille zu putzen oder mal für das Auto zu putzen. Ja, ist eine sehr interessante Box gewesen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen rauf, abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal.